Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Donnerstagsgespräch online. Wir haben uns schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, neben unseren Live-Veranstaltungen ein digitales Format zu starten. Für unsere Premiere haben wir die Schermeckerin Simone Abelmann getroffen. Simone bietet seit 3 Jahren mit ihren Funny Sketchnotes Online-Kurse zum Zeichnen an. Mit ihrem Motto »Unperfekt ist perfekt« hat sie schon tausende Menschen mit Freude und Leichtigkeit zum Zeichnen gebracht. Ihre Teilnehmer kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Simone ist auf allen digitalen Kanälen unterwegs. Sie hat zum Beispiel über 11.000 Follower auf Instagram. Unser nächstes Donnerstagsgespräch werden wir zusammen mit ihr online gestalten. Wir laden alle Kundinnen und Friends, die Lust haben, was Neues zu lernen und einfach Spaß zu haben, herzlich dazu ein. Wir treffen uns am Donnerstag, den 17.09., wie immer um 19 Uhr, diesmal nur online. Alle Infos finden Sie vorab auf unserer Website und gleich auch noch persönlich von Simone. Annika und ich haben Simone letzte Woche auf ihrer schönen Dachterrasse in Schermbeck besucht. Hallo Simone, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Danke erstmal. Ja, gerne. Wir freuen uns, dass wir uns heute mit dir austauschen. Was würdest du sagen, was hat deinen Weg bis heute ganz besonders geprägt? Wie bist du so geworden oder wie bist du die geworden, die du heute bist? Ja, das frage ich mich manchmal selber auch, weil irgendwie war ich früher ganz anders. Was ich, glaube ich, schon immer war, ich war in vielen Situationen mutig. Und das ist, glaube ich, das, was man braucht, um ja, neue Schritte zu gehen, neue Wege zu gehen, Mut zu haben und ja, das Risiko auch mal zu scheitern oder mal nicht Erfolg zu haben, einfach in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man so einfach jeden Schritt gehen konnte mit Mut. Schön. Und Zuvor, Selbstvertrauen. Guter Ratschlag, das klingt sehr gut. Und zur Kreativität, wie bist du da überhaupt hingekommen? Wie und wann kam dir der Gedanke? Weil du hast ja früher mal was ganz anderes gemacht. Genau. Eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang gedacht, ich wäre nicht kreativ. So wie ich. Ich habe mich immer für mathematisch begabt gefühlt. Mhm. Ich habe Controlling gemacht, ich habe viele Jahre IT gemacht. Also Einsen und Nullen waren meine Welt. Und ich hielt mich so ein bisschen für digital kreativ, das heißt mal im Photoshop irgendwas nachstellen, das konnte ich, aber ich fühlte mich nie so, als wenn ich selber etwas kreieren kann. Okay. Und dann habe ich eine Dame kennengelernt, die Sketchnotes-Kurse gibt. Sketchnotes sind gezeichnete Notizen, diese Dame hatte ich auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt, die war mir total sympathisch und ich habe gedacht, ach, wenn die jetzt hier einen Kurs gibt, dann gehe ich da mal hin. Das war aber so gar nicht, weil ich jetzt mal kreativ sein sollte, sondern weil ich eigentlich bei dieser Dame einfach einen Kurs machen wollte, weil die witzig war. Und dann war ich da und in diesem Moment, in diesem Kurs ist was ganz Besonderes passiert. Ich habe vor der Pause etwas gezeichnet und ich glaube, das war so eine Übung wie der perfekte Tag. Okay. Vor der Pause habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, naja, da ist der Abstand zu groß, da ist die Schrift nicht schön, da könntest du das anders machen, aber eigentlich schon ganz nett. So, wie man sich selber ganz toll lobt, aber nur mit Einschränkungen natürlich. Dann bin ich in die Pause gegangen und es war eine sehr kurzweilige, sehr lange Pause und ich bin zurückgekommen, stehe vor meinem Tisch, gucke auf dieses Blatt und denke, wow, wie cool sieht das denn aus? In der nächsten Sekunde habe ich realisiert, das ist mein eigenes Bild. Was war passiert? Ich habe gedacht, das ist irgendein Bild, habe jegliche Wertung abgeschaltet, die man sonst sich selbst gegenüber ja so hat. Und ich fand das Bild einfach cool. Und in dem Moment habe ich kapiert, dass unperfekt schon perfekt ist. Denn vor der Pause habe ich es ja für unperfekt gehalten. Und nach der Pause fand ich es perfekt. Und genau das ist der Schlüssel zu meiner Kreativität gewesen, aber auch der Schlüssel zu meinem weiteren Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. Denn wenn man es schafft, immer nur vorwärts zu gehen und nicht immer die letzte Schraube noch versucht anzuziehen, um endlich perfekt zu werden, ja, dann kann man halt wirklich auch vorwärts kommen. Schön. Und das ist so der Schlüsselmoment echt gewesen. Den kann ich fast auf die Minute und Stunde echt festlegen. Das ist jetzt ein bisschen über 3 Jahre her. Okay, okay. Das heißt, du warst dir auch eigentlich total
unsicher am Anfang, ob das überhaupt dein Ding ist, die Kreativität. Und trotzdem hast du es ja dann heute zu deinem Business gemacht. Das ist ja dann noch wahrscheinlich der nächste Schritt. Genau, ich habe dann ab da jeden Tag gezeichnet, habe Vorträge mitgezeichnet, habe eigene Zeichnungen privat angefertigt. Dann hatte die eine Nichte Abi gemacht, für die habe ich was gezeichnet, habe was für die Kinder gezeichnet, für meinen Mann und habe auf Reisen gezeichnet. Cool. Und im September war es soweit, also der Kurs war im Juli, im September war ich so weit zu überlegen, soll das in mein Business rein? Mhm. Ich hatte mein iPad damals bekommen, habe also digital angefangen zu zeichnen und habe kapiert, was da noch für Möglichkeiten zu Papier auf mich warten. Und ja, ich stand da aber und hatte zu der Zeit ein Webdesign-Business. Ich war kurz davor, ein Online-Kurssystem durchzustarten, hatte eine Community aufgebaut. Also ich war schon so in dieser Position, sag ich mal. Ja. Und das jetzt wegzuwerfen, war schwierig. Ich habe dann auch erst überlegt, ob ich das wie eine Agentur machen kann, dass halt ich quasi nur die Aufträge heranschaffe und mein Team das dann macht. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt einfach einen Cut zu machen, alles wegzuschmeißen, geht nicht. Mhm. Also dafür hatte ich ja auch zu viel Zeit vorher schon investiert. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr, das nebenher alles auszuprobieren, was mir vor die Flinte kommt. Mhm. Ich bin zu größeren Aufträgen mit meinem Mann mal gefahren, habe dann da erste Aufträge gewonnen, habe Einzelaufträge gemacht, habe Leute auch in meine Community reingeholt, habe eine Facebook-Gruppe gegründet und. Also habe ganz viel gemacht und habe dann aber auch im August 2018, das war dann schon weniger als ein Jahr, meinen erfolgreichen Online-Kurs gestartet. Und das war eigentlich die Initialzündung zu dem Business, wie es jetzt ist. Cool. Also es waren Unsicherheiten da. Und ganz interessant, ich hatte vorher im Webdesign nie Probleme über Preise, auch Stunden und so weiter, irgendwie drüber nachzudenken. Das war ja so üblich. Mm. Als ich anfing, Kunst zu machen, war erstmal dieser Gedanke, naja, ist das überhaupt Kunst, was ich da jetzt mache? Ja. Und der nächste Gedanke war, es poppte immer so ein Satz auf, brotlose Kunst oder so ein Begriff. Total. Ich weiß überhaupt nicht, wo der herkam. Also ich habe auch keine Künstler in der Familie, dass das irgendwie immer gesagt wurde. Aber das poppte auf und kann ich denn jetzt für Kunst, und das macht mir ja auch noch so einen Spaß, Geld nehmen? Kann das denn sein? Ja, kann das denn sein? Das waren so die Struggles, die ich dann so im Herbst 2018 hatte. Ja. Aber die haben wir erfolgreich beiseite. Sehr gut. Weil ich denke immer, ich habe ja gerade gesagt, Mut ist der Schlüssel. Und Mut heißt aber auch nicht Abwesenheit von Angst. Also man darf trotzdem Angst haben zu scheitern. Man darf trotzdem hier so Herzbubbern haben und denken, oh mein Gott, ne, geht das wirklich gut? Ja. Oder denken die jetzt, ne, was macht die jetzt? Ja. Die schmeißt jetzt so ein Webdesign-Business weg, was gut lief. Das ist auch ganz normal, ne? Ja. Also, und das kann man auch mit als Antrieb nehmen. Wenn man weiß, dass auch aus diesem Kribbeln nachher wirklich ein gutes Gefühl kommen kann, dann kann man das gut aushalten. Schön. Jetzt machen wir ja ein Format für Frauen. Ja. Und wir haben im Voraus so gedacht, ist das vielleicht auch ein Problem von Frauen, dass gerade Frauen vielleicht auch ein bisschen kritischer und vor allem auch selbstkritischer sind als Männer? Was würdest du da sagen? Generell stimme ich dir dazu. Das ist, denke ich, auf jeden Fall so. Was es in Bezug auf Zeichnen ist, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Jetzt ist das so, dass meine Community zu 95% aus Frauen besteht. Das hat verschiedene Gründe. Ich habe aber auch ein paar wirklich super Fans, das sind Männer. Und bei denen sehe ich jetzt nicht, dass die so total so, ach ja, ich zeichne das jetzt und das ist super. Ja. Sondern da sehe ich schon auch dieses, naja, das kann ich noch nicht so gut. Beim Zeichnen weiß ich nicht. Müsste ich tatsächlich mal noch ein bisschen näher beobachten. Vielleicht bräuchte ich einfach mal mehr männliche Exemplare. Die mit uns zeichnen. Da können wir jetzt bei Frauen und Finanzen wahrscheinlich nicht so mit dienen. Aber wer weiß, vielleicht. Die Frauen sollen ihre Männer mal alle animieren. So. Genau, genau, super. Jetzt hast du schon ganz viel von Online-Kursen und Seminaren und Gruppen bei Facebook und so gesprochen. Und das darf man ja auch jetzt einfach mal so sagen, dass du da total erfolgreich bei Instagram und Facebook auch unterwegs bist. Hast du dir das so alles selber angeeignet, was da so geht mit den Stories und Beiträgen und so? Oder hast du da auch irgendwie Coaches oder jemanden, der dir da hilft in dem Bereich? Beides. Also ich bin zu Facebook gekommen, weil ich ein Abi-Treffen organisieren wollte. Ich gehe da nur für ein halbes Jahr rein und dann lösche ich mich sofort wieder. Das war 2010. dann
bin ich aber irgendwann, habe ich immer mehr Business-Kontakte da geschlossen und richtig aktiv bin ich seit 2016 auf Facebook. Mich haben immer mal Coaches begleitet und ich habe auch immer mal Kurse gemacht, aber eigentlich bin ich der klassische Autodidakt. Okay. Das heißt, ich gucke mir die Sachen an und lerne sie, weil ich kann am besten immer am Praxisbeispiel sofort lernen, weil wenn mir als einer nur in der Theorie sagt, dann bringt mir das nicht. Ja. Und ich bin tatsächlich, ja trotz meines Jahrgangs bezeichne ich mich so als Digital Native, aber auch, weil ich seit eben Anfang der 90er im IT-Sektor einfach tätig war. Und dann fällt es mir einfach leicht. Ich weiß aber, dass es wirklich auch schlau ist, wenn man so eine Präsenz bei Instagram oder Facebook aufbauen will. Und es ist einem nicht in die Wiege gelegt, sollte man sich einfach auch mal Hilfe holen und gucken, wie das geht. Weil dann kann ich von den Erfahrungen von den anderen lernen und muss nicht da so ewig rumprobieren. Ja, ja. Also ruhig immer mal Hilfe suchen, wenn da jemand so Ambitionen hat. Ja. Und jetzt vor allem so in dieser besonderen Zeit mit der aktuellen Pandemiesituation, da hat dir das natürlich wahrscheinlich auch ein wenig in die Karten gespielt, dass du so gut vorbereitet warst im digitalen Bereich. Hat das sonst noch irgendwelche Besonderheiten für dich jetzt gehabt, so die aktuelle Situation oder sogar Chancen? Mein Business war ja vorher schon komplett digital. Das heißt, ich musste überhaupt gar nichts neu anfangen. Habe aber auch durch Corona erlebt, ganz am Anfang der Pandemie, dass viele Menschen Beschäftigung gesucht haben, als der Lockdown war. Die wollten zeichnen, die waren echt happy, über meine Angebote zu stolpern und dann anzufangen. Also das war tatsächlich so, dass ich da so ein bisschen auch Glück hatte. Und ich arbeite viel auch mit bezahlten Werbeanzeigen. Die waren sehr günstig zu der Zeit. Okay. Das war super. Merke im Nachgang aber auch, ich habe das so jetzt im Anfang des Sommers, im Juli 2020 gemerkt, dass die Unsicherheit aber auch den Leuten, auch den potenziellen Käufern nicht gut tut. Dass die wirklich kritischer werden, mehr diskutieren über Preise. Deswegen würde ich unterm Strich sagen, ist bei mir das Business wahrscheinlich am Ende genauso verlaufen, wie ich es geplant habe. Tatsächlich aber mit Höhen und Tiefen auch durch die Pandemie. Was ich genutzt habe, ist, der Lockdown stand bevor, meine Kinder waren auch zu Hause und ich habe gesagt, da stehen jetzt so viele Eltern, die vorher noch nie Homeoffice gemacht haben, die haben die Kinder zu Hause und was kann ich jetzt vielleicht geben? Und ich hatte ganz viele Kollegen, die haben so Kurse gegeben, wie man Zoom machen kann, wie Leute, die vielleicht offline gearbeitet haben, jetzt dann das in online nutzen konnte. Und habe gedacht, komm, das machen schon so viele, das brauche ich nicht, aber ich könnte was für die Kinder machen. Ich hatte schon immer vor, was mit Kindern zu machen, aber ich finde das gar nicht so einfach. Ich bin zwar Mutter, aber ich bin jetzt auch nicht die mega, bin jetzt nicht die Mama, die den ganzen Tag sitzt und bastelt und macht, sondern muss irgendwie so laufen. Deswegen wusste ich nicht, wie das funktioniert. Und dann habe ich, ich glaube, 18 Webinare in der Corona-Zeit kostenfrei für Kinder erstmal angeboten. Und das war halt auch eine total tolle Erfahrung, die wir nur wegen Corona gemacht haben. Ich habe auch ganz tolles Feedback selbst von den Kindern zurückbekommen, die das so genossen haben, in dieser für die auch stressigen Zeit sowas Eigenes zu machen. Die Eltern waren manchmal froh, gerade bei kleineren Kindern, dass die einfach dann eine Stunde beschäftigt waren und die dann vielleicht ihren E-Mail-Postfach oder so aufräumen konnten. Und da bin ich echt dankbar. Wir haben da jetzt auch ein Produkt rausgemacht, was wir auch verkaufen. Und ich bin einfach dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte in der Zeit. Also, weil ich denke, es ist klar, es ist eine mega schlimme Zeit. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass es mich persönlich wirtschaftlich nicht wirklich schlimm getroffen hat. Und trotzdem denke ich immer, in solchen Situationen müssen wir gucken, wie wir neue Wege gehen, wie wir einfach andere Schritte machen, wie wir was umdrehen können oder das Vorhandene nehmen und vielleicht neue Formate irgendwo für nutzen. Auf jeden Fall. Das wird ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer ja auch betreffen. Also grundsätzlich, wenn ich dich nach Tipps fragen würde in dieser Zeit für andere Unternehmerinnen und Unternehmer, würdest du auch wieder sagen, mutig sein, Neues ausprobieren? Oder was würdest du denen mit auf den Weg geben? Das ganz klar. Und einfach Leute fragen, die schon den Weg gegangen sind. Also sich immer auch Leute suchen. Und ich habe das festgestellt, gerade in dieser Anfangszeit der Pandemie, es waren so viel hilfsbereite Leute unterwegs, die ihr Wissen einfach ohne Fragen geteilt haben, auch ohne dafür irgendeinen monetären Ausgleich zu verlangen. Und wenn du jemand hast, der hat schon diese drei Schritte, ist dir schon diese drei Schritte voraus, dem einfach zu folgen, ist einfacher als immer das Rad alleine zu erfinden. Also mutig sein, sich
entweder Mitstreiter auf Augenhöhe oder Leute suchen, die schon 2, 3 Schritte weiter sind. Die einen irgendwie voranbringen. Genau, ja, so eine Art Mentoren oder einfach oder so ein Role Model, wo man einfach hinguckt und sagt, das will ich auch. Ja, toll, das klingt vernünftig. wir freuen uns auf jeden Fall schon total auf den 17. September und würden uns freuen, wenn du vielleicht unseren Zuschauern noch mal kurz erläuterst, was da so auf sie zukommt. Jetzt haben wir ganz viel über dich gehört, aber warum sollten auf jeden Fall alle Frauen am 17. September bei unserem Live-Webinar mit dir dabei sein? Erstmal, weil es Spaß macht, weil es richtig, richtig cool ist. Und wir alle sitzen, entweder sitzen wir vorm Computer oder wir sitzen mal vorm Handy oder machen irgendwas. Und wir machen einfach nicht mehr viel mit der Hand. Und das tut uns einfach im Alltag total gut, mal was anderes zu machen. Und dann haben ganz viele da draußen, deswegen gucke ich euch auch direkt an, ganz viele da draußen denken einfach, ich kann nicht zeichnen. Ich mache da lieber nicht mit, weil wenn das einer sieht, wie ich das mache, geht gar nicht. Und da sage ich, wenn ich das kann, kannst du das auch. Ich habe jetzt meine Story erzählt und wir haben gerade schon mal geredet. Ja. es ist einfach, es sind einfache Tricks und es kommt nicht darauf an, wenn ich jetzt ein Männchen zeichne, hat es die perfekte Proportion, ja oder nein. Darauf kommt es bei mir überhaupt nicht an, sondern dass ich etwas erkenne, dass ich Spaß habe. Mein Produkt heißt ja auch die Funny Sketch Notes. Ja. Also es sind halt einfach, der Spaß steht da an erster Stelle. Kreativität, Mut und Spaß, dafür steht es mit mir zu zeichnen. Wir brauchen am besten einen Fineliner, wir brauchen vielleicht irgendwie einen Buntstift oder einen Brushpen. Dafür habe ich auch mal so eine Materialliste zusammengestellt, die man sich angucken kann. Und dann einfach überraschen lassen und anfangen. Am besten noch eine Freundin oder die Mama oder Tante dazu nehmen, Gläschen Sekt. Und es wird ein wunderbar toller Abend, bin ich fest von überzeugt. Ja. Mega kreativ und ganz viele werden danach staunen und dann werden wir so einen Raunen durch Schermbeck hören. Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Ich kann doch zeichnen. Schön. Ja, ich bin ganz gespannt, weil ich zähle mich nämlich auch zu denen, die aktuell sagen, sie können nicht bis wenig zeichnen, aber ich mache auch auf jeden Fall mit und unperfekt ist das super Motto, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen und sich nur darauf freuen und wir freuen uns auf jeden Fall und ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dann sehen wir uns am 17. live in unserem Link. Genau, super. Danke.